Willkommen zurück zu einer neuen Folge von Was wäre, wenn in Mittelerde, der dritten und letzten heutigen Folge. Vorher kam Let's Play Republik und Let's Play Sherlock Holmes Crimes and Punishments. Bevor wir hier anfangen, zwei kurze Sachen. Zum einen sage ich es auch hier, Republik ging heute, wie ihr gesehen haben werdet, an der Zeit deutlich länger wieder aus Mangel an Speicherpunkten. Und es wäre schön, wenn ihr da vielleicht Feedback hinterlassen könntet, ob da morgen eine Folge kommt. Die wäre halt dann nicht mal 10 Minuten lang. Habe ich auch vorher bei Sherlock und bei Republik selber natürlich gesagt, aber hier zur Sicherheit sage ich es auch nochmal. War ein bisschen eine doofe Sache. Gab es einfach keine früheren Speicherpunkte, zumindest habe ich keine früheren gesehen. Und ja, deswegen haben wir da morgen wahrscheinlich keine Folge, also zumindest ich gehe davon aus, dass morgen dann nur Sherlock Holmes kommt, aber natürlich mache ich das auch von euren Kommentaren abhängig. Das zweite wären die Abonnenten. Vorher bei den anderen beiden Folgen habe ich den 80. Abonnenten willkommen geheißen, weil es vorher noch 80 Abonnenten waren. Das Problem ist, jetzt sind es leider wieder nur 79. Ich habe dann vorher auch gesagt, dass ich eben jetzt einen Abonnenten-Special plane, dass ich eben nicht genau weiß, wann ich das machen kann, aber dass ich auf jeden Fall die Vorbereitungen treffe. Ich werde die Vorbereitungen für das Abonnenten-Special trotzdem machen, aber ich werde das halt erst hochladen oder erst dann machen, wenn es wieder 80 sind. Das werde ich auch dann morgen bei Sherlock sagen, also bei Sherlock Holmes und bei Republik dann entweder morgen oder übermorgen. Beziehungsweise könnte es auch sein, dass ich mich bei den beiden Parts dann eben auf dieses Video hier jetzt beziehe, nur damit ihr da Bescheid wisst. Ist sehr schade. Ich habe jetzt leider noch nicht in die Abonnentenliste geguckt, deswegen weiß ich nicht, ob es jemand Bekanntes war. Tut mir wirklich leid, aber mir geht es immer noch körperlich ziemlich schlecht und ziemlich hetzig heute. Die letzten, also die beiden normalen Folgen sind auch jetzt schon eine Weile her von der Aufnahme. Aber ja, wollte ich halt nur Bescheid geben. Das Abonnenten-Special ich trotzdem vorbereite, aber es halt jetzt noch nicht erscheinen wird. Ja, beim letzten Mal, beim Was wäre, wenn in Mittelerde, hatten wir Was wäre, wenn Isengards Armee gewonnen hätte bei der Belagerung von Minas Tirith. Eine Folge, die ganz gut angekommen ist, mit einem Kommentar und sehr, einem Like, wollte ich sagen, und sehr netten Kommentaren, wo unter anderem der Wunsch war, ob ich mehr Vergleiche zwischen Film und Buch einbringen kann in meinen Parts. Da habe ich dann auch geschrieben, ja, wenn ich es nicht vergesse, kann ich das gern machen. Und das hat mich auf jeden Fall sehr gefreut. Heute, denke ich, habe ich mir, da es keine Wünsche gab, auch wieder was ganz Interessantes einfallen lassen, beziehungsweise eine ganz interessante Frage in meinem Kopf gehabt, die ich hier gerne erörtern würde. Und zwar wäre heute das Thema, was wäre, wenn Thorin Eichenschild überlebt hätte, ergo nicht bei der Schlacht von Fähre gestorben wäre und damit König der Zwerge geworden wäre, statt Dein Eisenfuß. Ich finde diese Frage sehr interessant, denn ich denke, hier könnte Verschiedenes passieren. Die Kernfrage für mich ist, ob Thorin, wenn er überlebt, die Drachenkrankheit noch hat oder nicht. Ich werde also versuchen, zu beiden Möglichkeiten eine Theorie zu machen und bin auf jeden Fall schon mal gespannt auf euer Feedback. Also erst ganz kurz zur Geschichte. Die Schlacht der Fünf Heere kam ja nach dem Tod von Smaug. Thorin und Company hatten sich eben in den Erebor zurückgezogen. Die Armeen der Elben und der Menschen kamen. Gerade die Menschen, also Bards Männer, wollten ihren gerechten Anteil. Das hat Thorin ihnen verweigert. Und die Elben wollten ebenfalls einen Anteil, den der Drache abgenommen hat. Und ja, zwischen den Waldelben und Thorin war ja sowieso alles andere als Freundschaft. Da war nochmal die Begegnung ein gutes Stück frostiger. Thorin hat dann eben Boten geschickt zu seinem Vetter Dain. Und der ist eben mit einer Armee Zwerge erschienen. Und es wäre dann fast zu einem Kampf gekommen zwischen diesen drei Parteien. Aber danach kamen die Orks und Warge. Und so kam die Schlacht von Fähre, in der sich Thorin zuerst sehr lange zurückgehalten hat, aber letztendlich eingegriffen hat, in einem Ausfall mit eben seinen 12 Gefährten.
Bilbo war zu dem Zeitpunkt nicht mehr bei denen. Mit Bilbo war das ja äußerst unschön. Im Film zum Beispiel sagt er wegen Bilbo Auenlandratte und Dieb, weil eben Bilbo den Arkenstein gestohlen hatte, damit es eine bessere Verhandlungsbasis gibt gegenüber Thorin, weil er wusste, Thorin würde für diesen Stein alles tun. Und auch im Buch sagt er, dass sie mit Bilbo nichts mehr verbindet und dass sie ihn holen sollen, bevor er ihn runterschmeißt. Also, wie gesagt, mit Bilbo hatte er da keinen sehr guten Abschied, weil er halt einfach stocksauer war. Thorin war halt zu der Zeitpunkt auch einfach nicht er selbst, einfach zu besessen von dem ganzen Gold, eben der Drachenkrankheit. Und ja, letztendlich hat er aber eine Auswahl gemacht mit eben seinen 12 Gefährten. Und das hat im Buch sehr gut geklappt. Denn er kam halt da von der Seite, die Orks haben damit nicht gerechnet, hat durch seine Rufe auch viele von den Orks, nicht viele von den Orks, viele von den Zwergen von Dain und den Menschen von Bard quasi mitreißen können, also im Sinne von halt motivieren können, nochmal einen Ansturm zu machen. Das Problem war nur, dass der Ansturm ins Stocken kam, dass sie einfach zu wenige waren, sie konnten dann nicht mehr durchbrechen. Er hat dann letztendlich Bolg und seine Leibwache angegriffen, zumindest im Buch, und wurde da dann tödlich verletzt. Und nach der Schlacht konnte er sich noch von Bilbo verabschieden, wo er zum Beispiel ihn auch um Verzeihung gebeten hat für eben seine Taten, für eben dieses äußerst schlechte Verhalten von ihm wegen der Drachenkrankheit und ist halt dann verstorben. Und ja, im Film stirbt er halt gegen Azog. Da gibt es eben das Duell auf dem See. Azog ist halt im Buch schon sehr, sehr lange Zeit tot, nämlich bei der Schlacht von Moria, die im Film auch vorkommt. Ist übrigens durch Dain gestorben, laut Buch. Deswegen, ja, im Buch stirbt er halt gegen Bolg und seine Leibwache. Ja, und hier ist halt jetzt, wie gesagt, die Frage, was wäre, wenn er da nicht verstorben wäre? Gehen wir erstmal auf die Theorie ein, dass er die Drachenkrankheit nicht mehr hat. Also, dass er dann von dem, ich sage jetzt mal, Fluch des Goldes befreit ist. In beiden Fällen ist es auf jeden Fall klar, Dain würde nicht König werden, Thorin schon. Und denn Thorin ist halt der rechtmäßige Erbe. Dain hat im Original nur den Königstitel angenommen, weil Thorin verstorben ist. Der Punkt ist, dass Thorin den Elben trotzdem, auch wenn er die Drachenkrankheit nicht mehr hat, sagen wir zumindest kühl gegenübersteht. Zumindest kühl. Denn die Elben, gerade die Waldelben, haben ja auf der Reise Thorin und Company gefangen genommen. Haben ihn wie einen ja, nicht Kriegsverbrecher, aber haben ihn wie einen Feind behandelt, haben ihn gefangen genommen. Und gerade wenn wir vom Film ausgehen, hat er ja noch mehr Grund, die Waldelben nicht zu mögen, denn da haben die Waldelben ja keine Hilfe geleistet nach dem Angriff des Drachen. Das heißt, ich glaube, auch wenn Thorin die Drachenkrankheit nicht mehr plagt, werden die Elben ihren Anteil nicht bekommen. Bei den Menschen, also bei Bards Volk, bin ich mir unsicher, denn der Punkt ist, dass Thorin zumindest im Buch so argumentiert, dass er ja gar keine Wahl hatte. Dass er halt damals quasi Versprechen geben musste, weil er halt, weil er und seine Gefährten halt unverzüglich Hilfe gebraucht haben, um zum Erebor zu kommen, dass er quasi mit seiner Zukunft bezahlen musste für die Hilfe und es deswegen einfach nicht einsieht, diese Schulden zurückzuzahlen. Also es könnte sein, dass er, auch wenn er die Drachenkrankheit nicht hat, sagen wir zumindest, schwierig ist diplomatisch, weil wie gesagt, die Elben mag er nicht, die würde er auch nicht mehr mögen. Die Menschen von der Seestadt, also die Menschen Bards, sind halt so ein Mittelding. Ich denke, nach 10 Verhandlungen, gerade mit halt noch Gandalfs Unterstützung, der ja dann noch da wäre, vielleicht auch eben durch die anderen Zwerge und eben auch durch Bilbo, weil mit Bilbo hätte er sich ja dann wieder versöhnt. Könnte man Thorin einlenken, dass den Menschen ihren Anteil gibt, dass sie eben auch nach Tal können, beziehungsweise Seestadt wieder bauen können, was sie auch im Original getan haben. Aber ja, die Waldelben wären halt trotzdem ein Problem. Wir wissen, Thorin ist sehr stur, der würde das nicht machen. Das ist, denke ich, ziemlich klar. Und wir wissen auch, Tranduil ist nicht gerade der perfekte Elb, hat ja auch so seine Schwäche, gerade für Wein und eben Edelsteine. Ich könnte mir vorstellen, dass es ja, vielleicht keinen Krieg gibt, aber zumindest hätte es kein Bündnis gegeben. Im Original gibt es halt ein Bündnis dann zwischen Erebor und Düsterwald und halt Tal. Und ich glaube, in diesem Fall gäbe es eben kein Bündnis mit Düsterwald. Also, das ist das Beste, was ich mir vorstellen kann. Das Schlimmere wäre, wenn sie wirklich Krieg haben.
Dann ist halt auch der Punkt, wenn Thorin überlebt, weiß ich zum Beispiel nicht, ob der gute Balin Richtung Moria aufgebrochen wäre. Was er im Original getan hat, weil er halt Moria zurückerobern wollte, was ja leider nur 5 Jahre geklappt hat, bevor eben die Kolonie gefallen ist an die Orks, womit die Orks dann Moria wieder zurückerobert haben, inklusive Balrog natürlich, aber der Balrog war ja schon vorher da. Ich denke, Balin wäre dann nicht aufgebrochen, denn Thorin und Balin, gerade im Film merkt man das schön, aber auch im Buch, die stehen sich relativ nahe. Und das wäre natürlich, hätte natürlich auch Auswirkungen gehabt, denn Gandalf wäre zum Beispiel dann nicht der Weiße geworden, dass die Gefährten dann nicht durch Moria gezogen wären und Gandalf nicht gegen den Balrog gekämpft hätte. Sie wären nicht durch Moria gezogen, weil das Original sagt halt, okay, da können wir Hilfe suchen, weil da sind halt Balin und seine Zwerge. Aber in dem Fall wüssten sie ja, dass da eben Balin und die Zwerge nicht sind. Aber das würde den Rahmen sprengen. Das wäre dann vielleicht Raum für ein anderes Video. Das nächste wäre natürlich, dass im Original, dadurch, dass Thorin stirbt, Orcrist, also sein Schwert, auf das Grab gelegt wird. Es schimmert ja genauso wie Glamdring und Stich, wenn Orcs in der Nähe sind. Im Original heißt es, deswegen konnten die Zwerge dann nie wieder durch die Orks einen Überraschungsangriff erleiden. In diesem Fall würde es aber nicht schimmern. Aus dem einfachen Grund, Thorin würde es ja noch tragen, würde es noch am Gürtel tragen und benutzen. Und dadurch könnte das eventuell entgehen und könnte den Orks sehr wohl einen Überraschungsangriff gönnen. Und ja, dann gibt es natürlich die Schlacht von Tal und Erebor. Zumindest vorausgesetzt, Thorin würde dann noch leben. Was ich ehrlich gesagt nicht glaube, da er zu den Zeiten vom Thorin und Company, also zum kleinen Hobbit, meine ich schon knapp. Ich glaube, er war schon knapp 150 Jahre alt. Ich bin mir gerade ehrlich gesagt nicht sicher. Und also das Höchstalter von Zwergen ist so 210, 250. Natürlich gibt es auch Ausnahmen. Es gibt auch welche, die länger gelebt haben. Aber der Punkt ist einfach, Thorin ist nicht mehr der Jüngste. Und ich weiß nicht, ob er noch regieren würde zu Ringkriegszeiten. Da ist halt dann auch der nächste Punkt, der auch bei den Theorien einfließt, dass ja Sauron seine Diplomaten nach Tal und Erebor geschickt hat, weil die auf der Suche nach Bilbo waren. Ihr wisst schon, diese ganze Geschichte mit, man soll halt helfen, Bilbo zu finden und dafür würden zumindest die Zwerge Moria kriegen und ihre verlorenen Zwergenringe und natürlich ein Bündnis mit Mordor. Dann ist es ja nicht eingegangen. Die Frage ist, ob Thorin das eingehen würde. Und ganz ehrlich, ich glaube schon. Weil zum einen, wie gesagt, es geht um Moria, es geht um 3 Zwergenringe. Und ja, auch ohne Drachenkrankheit ist Thorin ein Zwerg, der, sagen wir, gewisse Schwächen hat, was das Ganze mit dem Thema Gold angeht. Deswegen hatte das Gold ja so ein leichtes Spiel, ihn zu verführen. Natürlich wäre er, wenn er nicht mehr die Drachenkrankheit hätte, da nicht so krass betroffen wie Witt. Und natürlich muss man dazu sagen, er hat sich mit Bilbo versöhnt, deswegen würde er jetzt nicht einfach so Bilbo verraten. Aber wie gesagt, es geht da ja um viel. Und ob Thorin klug genug wäre, zu sehen, dass der dunkle Herrscher bzw. der Diplomaten Mordors ihn betrügt, weiß ich nicht. Weiß ich nicht. Ich mag Thorin und ich will auch echt nicht schlecht über ihn reden, aber ich halte ihn ehrlich gesagt nicht für den klügsten Zwerg. Ich denke, Dain war der umsichtigere Herrscher von beiden. Deswegen, ich bin mir da unsicher. Und ja, da kommen wir auch schon zum Punkt, was wäre, wenn er die Drachenkrankheit noch hätte. Das hätte natürlich alles verschlimmert, weil dann hätte er definitiv von seinem Gold nichts abgegeben. Weder an die Seestädter noch an die Düsterwald-Elben. Und wenn es dann schon 2 Parteien gibt, die er verprellt, statt nur den Düsterwald-Elben, dann könnte halt sich genau das wiederholen, wie es fast bei der Schlacht von Pere passiert wäre. Dass die eben den Erebor belagern, um ihn zu zwingen, seine Abmachung einzuhalten. Und da ist halt die Frage, ob dann Dain immer noch ihn unterstützen würde, denn wir wissen, Dain hat im Original den Schatz gerecht aufgeteilt, obwohl er ein Zwerg ist. Hat ja auch Gimli und Gloin dann geschickt nach Bruchtal, nachdem er eben erfahren hat, dass eben Mordor den Ring sucht und Bilbo sucht.
Ist halt auch die Frage, ob Thorin das gemacht hätte, Boten nach Bruchtal geschickt, weil wir wissen, vom Bruchtal, zumindest im Film, hält er da auch nicht viel von. Im Film ist halt Thorin nicht der größte Fan der Elben, also noch weniger. Im Buch findet der Bruchtal okay, soweit ich mich erinnere, aber sagen wir mal, es gehört auch da nicht zu seinen Lieblingsorten, wenn ich das jetzt nicht ganz falsch im Gedächtnis habe. Und ja, also ich denke, wenn er an der Drachenkarriere noch leiden würde und überlebt hätte, ich denke, dann wäre es zum Krieg gekommen. Und auch wenn ich nicht glaube, dass eine der Parteien ausgelöscht worden wäre, also ich glaube, die Zwerge hätten nicht die Düsterwald Elben oder die Menschen von Drahn ausgelöscht und umgekehrt wären sie auch nicht ausgelöscht worden. Wäre es natürlich dann so gewesen, dass Sauron vielleicht das Spiel gehabt hätte. Wie gesagt, entweder durch eben diese Verhandlungen oder durch den späteren Angriff der Ostlinge, der ja auch im Original sehr, sehr knapp war, wie wir wissen. Und der da, denke ich, Erfolg gehabt hätte. Aber da habe ich ja schon ein Video zu gemacht, was eben wäre, wenn Tal und Erebor am Ende des Ringkrieges gefallen wären. Das heißt, das gehört jetzt hier nicht unbedingt rein. Wie gesagt, oder der Prämisse, dass Thorin dann noch lebt. Die Frage ist halt auch, wen Thorin zu seinem Nachfolger machen würde, ob dann trotzdem dein König werden würde oder vielleicht, ich weiß nicht, einer seiner Reisegefährten. Wie gesagt, ich halte Balin da für einen guten Kandidaten zum Beispiel, weil ich halt denke, dass Balin nicht nach Moria zieht, sofern Thorin überlebt, weil die halt ein sehr enges Draht hatten und auch Balin ja mit Erebor schon durchaus verbunden ist. Und Moria war halt für die Zwerge kein Zwang. Natürlich war es sehr wichtig. Es war halt der spirituelle Mittelpunkt von Durins Volk, weil ja Durin da, wisst ihr schon, der erste König Morias war und so. Und ja auch diese, ich sage jetzt mal, Vision hatte von sich im Wasser mit den Sternen als Krone über ihm. Und sie leiten sich ja von Durin ab. Also Moria ist trotzdem für sie extrem wichtig. Aber ich glaube, da hätten sie halt gedacht, ja gut, wir können warten. Wir müssen das nicht jetzt tun, sondern wir schauen erstmal, dass wir den Erebor komplett aufbauen, Tal komplett aufbauen und dann später vielleicht auch eine größere Expeditionstruppe losschicken. Weil ich meine, Balin, ich glaube, seine Expeditionstruppe war nicht groß, wenn ich mich richtig erinnere. Das war halt eine kleine Zwergenkolonie, die eben dann unter den Orks vernichtet wurde. Und ich denke, wenn Thorin überlebt hätte, wäre das halt so nicht passiert. Und ja, wie gesagt, der Punkt ist halt, ob er Bilbo verraten hätte oder nicht, ob er die Drachenkrankheit hat oder nicht und wie er dann jeweils sich verhalten würde. Also wie gesagt, ich will nicht schlecht über Thorin reden, weil ich den Zwerg eigentlich sehr mag und Fakt ist, er hat sich mit Bilbo ausgesprochen. Fakt ist, das Gold hatte auf ihn dann nicht mehr so große Wirkung wie davor. Diesen Punkt tue ich hier deswegen ein bisschen vernachlässigen, weil ich, das war halt, wo er im Sterben lag. Und man weiß es ja auch aus der Realität, im Sterben überdenken Leute oft, was sie getan haben und gedacht haben, gerade in letzter Zeit, was ihnen wirklich wichtig ist. Und ob das dann auch passiert wäre, wenn er nicht im Todeskampf läge, ist eine Abwägungssache. Aber ich denke, auch so wäre er im Todeskampf gewesen, weil die Schlacht der Fünf Heere war nun mal eine sehr harte Schlacht, nur dass er in dem Fall halt überlebt hätte und nicht verstorben wäre. Und ja, das ist, denke ich, so kann man es, denke ich, lassen. Das wäre so meine Meinung zu dem ganzen Thema. Also ihr seht, in meiner Meinung kann es positiv als auch negativ ablaufen. Kann für Mittelerde ein großer Gewinn sein, weil Thorin ist halt auch eine wichtige Persönlichkeit. Kann aber auch für Mittelerde ein großer Knickbruch sein, denn wie gesagt, Thorin ist auch für Zwerge sehr stur, sehr goldfixiert, auch ohne Drachenkrankheit. Und sehr stolz. Das sind halt alles Punkte, die auf deinen, zumindest soweit ich weiß, nicht so stark zutreffen. Ich meine, natürlich ist dein auch nicht perfekt gewesen. Ich will auch nicht behaupten, dein wäre auf jeden Fall der bessere Herrscher als Thorin. Ich denke, die wären beide gut, aber in meinen Augen ist dein ein wenig besser, ein wenig umsichtiger, ein wenig besser in der Diplomatie mit eben den anderen Völkern, sage ich jetzt mal. Ja, ich weiß nicht, ob Kampferfahren da. Beim Kampf nehmen sich die beiden ja nicht viel, also zum Thema bei Tal überleben und so. Aber wie gesagt, ich gehe davon aus, dass Thorin zu dem Zeitpunkt dann schon verstorben wäre, eben aus Altersgründen. Und ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Vielen Dank fürs Zuschauen. Morgen kommt, wie gesagt, geplant wahrscheinlich nur Sherlock Holmes.
Republik wäre halt morgen extrem kurz, wenn es überhaupt kommt. Oder dann Freitag. Und zu einem Was wäre, wenn sehen wir uns dann, wenn ihr möchtet, nächsten Mittwoch wieder. Kommentare aller Art, wie immer, gern gesehen. Wünsche, Anregungen, Fragen, Kritik, eigene Ideen zum heutigen Thema. Und genau, ich würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal dann wieder dabei seid. Bis dahin, Freunde, gehabt euch wohl.